HTC, das HTC Sensation. 12.04. offizielle Vorstellung in London, heute hier in Deutschland präsentiert. HTC Sensation, die wichtigsten Spec mal ganz kurz auf einen Blick. Dual-Core-Gerät, Snapdragon, Qualcomm Snapdragon mit 1,2 GHz, Dual-Core getaktet. Das Gerät verfügt über ein sogenanntes QHD-Display, das heißt, wir haben hier ein Viertel High-Definition-Display, dementsprechend eine brillante Auflösung und eine gestochen scharfe Darstellung eben halt des Displays. Darüber hinaus verfügt das Gerät über die neue HTC Sense 3.0 Oberfläche. HTC Sense 3.0 heißt, dass ich quasi alle meine Screens, die ich selber konfiguriert habe, hintereinander durchblättern kann und mir den oder beziehungsweise das Screen aussuchen kann, welches ich immer an der Stelle eben halt benutzen möchte. Unter HTC Sense 3.0 gibt es auch einen neuen verbesserten Lockscreen. Was heißt das? Wenn ich das Gerät abschalte, das Gerät wieder anschalte, sehe ich hier die Applikationen, die ich mir selber quasi konfiguriert habe, hingelegt habe, auf die ich direkten Zugriff haben möchte. Was heißt denn der direkte Zugriff? Ich tippe einfach meine Phone-Tastatur an, ziehe sie unten rein und bin direkt im Phone-Menü. Das heißt, ich muss nicht mehr erst Gerät anschalten, Telefon aufrufen, Kontakt suchen, sondern bin mit einem Fingertipp quasi genau da, wo ich hin möchte. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen neuen Dienst von HTC, das sogenannte HTC Watch. HTC Watch ist eine Online-Bibliothek verschiedenster Filme und auch TV-Sendungen. Diese Filme können online runtergeladen werden und durch einen sogenannten Progressive Download auch in dem Moment, wenn der Film gebucht ist, auch direkt betrachtet werden. Das heißt, ich habe immer in der ersten Einstellung natürlich den Trailer des jeweiligen Films und kann hier schon mal eine erste Auswahl treffen darüber, ob ich den Film eben halt anschauen möchte oder nicht anschauen möchte. Und danach geht es dann eben halt zur Buchung. Darüber hinaus verfügt das Gerät über eine 8-Megapixel-Kamera, die gestochen scharfe Fotos eben halt schießt, als auch eben halt Videos aufnehmen kann in Full HD. Das Video, was ich hier aufnehme, kann ich dann durch einen sogenannten, das ist jetzt die Videofunktionalität, das heißt, das Gerät filmt jetzt gerade, ich das Video jetzt quasi beende, das Video hinterher in meinen Alben aufrufe ich kurz gucken, in der Gallery kann ich quasi dieses Video, was ich gerade geschossen habe bzw. aufgenommen habe, nochmals bearbeiten, und zwar dahingehend bearbeiten, dass ich dieses Video sogenannt trimme, das heißt, ich kann das Video nochmal auf die Länge zusammenschneiden, die ich gerne hätte, und dementsprechend das Video so kürzen und so einstellen, wie ich es eben halt benötige und dementsprechend dann abspielen kann oder aber auch abspeichern kann oder beziehungsweise versenden über einen E-Mail-Client. Weiterhin, wofür HTC auch bekannt ist, die tiefe Integration des sogenannten Friend-Streams, das heißt, über den Friend-Stream werden mir alle meine Statusmeldungen meiner sozialen Kontakte über Facebook angezeigt. Das heißt, jeder, der hier irgendwo in meiner, also jeder meiner Freunde, der hier postet, so kann ich eben halt auf einen Blick eben halt sehen, welche neuen Einträge da aus Friendstream eben halt erfolgt sind. Die E-Mail-Funktionalität dieses Geräts ist hier an der Stelle, ich kann mehrere Konten gleichzeitig verwalten. Das heißt, ich kann hier mein Exchange Active Sync Konto ganz normal verwalten. Ich kann meine privaten E-Mail-Adressen über T-Online-Web, gmx.de, wie auch immer, ebenfalls verwalten. Kann sie mir separat anzeigen lassen, könnte aber auch quasi alle Konten in einer Darstellung eben halt mir anzeigen lassen. Aus den einzelnen Konten werden dann auch Einträge, wie zum Beispiel Geburtstage, in den Kalender übertragen. Das heißt, ich kann
quasi in meinem Kalender dann alle Einträge eben halt sehen, sei es drum, ob es jetzt Eintrag ist, eben halt aus dem normalen Exchange, oder aber es ist ein Geburtstag, den ich in mein privates Konto eingegeben habe, all das kann ich im Kalender eben halt nachvollziehen. Durch die Wölbung muss es, ich hoffe, das kommt jetzt ein bisschen durch oder ein bisschen raus in dem Video, das Glas ist leicht nach oben gewölbt. Das heißt, ich habe hier einen exzellenten Abschluss eben mit dem Gehäuse, sodass ich keinerlei Kanten mehr habe und dementsprechend irgendwo das Gefühl habe, hier hört das Gerät auf, sondern durch die Wölbung des Glases eben halt habe ich an der Stelle eben halt einen exzellenten Übergang eben halt zum Gehäuse. Das Ganze ist eben halt hier an der Stelle Gorilla-Glas, dementsprechend eben halt sehr, sehr kratzfest und sehr, sehr, nicht kratzfest, sondern es ist überhaupt, es verkratzt überhaupt nicht und hat eben halt eine tolle Brillanz in den Farben, als auch in der Farbtiefe.